Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Und bevor wir jetzt mit der Folge starten werden, hat Benny mich darum gebeten, also der aus meinem Clan, der Anführer, hat mich darum gebeten, einen Angriff zu zeilen, und zwar diesen hier. Womit hat er angegriffen? Mit 17 Magiern Level 6 und 19 Valkyren Level 4, also Max-Truppen. Boah, diese Magier, die gehen ja schon richtig ab auf 6, ey. Was hat er gemacht? Er hat als erstes die Valkyren gesetzt und die laufen lassen. Die haben da schon goldene Äxte, ne? Goel. Die gehen ja schon richtig ab, ey. Dass man mit denen so ein Dorf zerstören kann, ist ja echt episch. Ja, spulen wir mal ein bisschen vor. Nicht schlecht, nicht schlecht. Boah, wie die abgehen, ey, ist ja echt krass. Und die Boogie Queen macht auch schon ordentlichen Damage auf 12. Was diese Valkyrie aushalten, ey, ist ja unglaublich. Ich habe noch nie eine Valkyrie benutzt. Geil. Respekt, Benny. So, machen wir mal weiter. Und zwar unter dem letzten Video, Rathaus Level 9 Farming Bases, hat mich einer darum gebeten, ein Abonnent, ihn eine Rathaus Level 8 Base zu zeigen, weil er nicht weiß, wo er seinen vierten Minenwerfer hinstellen soll. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt direkt eine sehr gute Rathaus Level 8 Farming Base. Und hier ist auch schon die sehr gute Level 8 Farming Base. Und zwar von dem Pugu. Der war noch gestern in unserem Clan, aber leider hat er ihn verlassen. Wie sehr viele andere auch. Und zwar, was an dieser Base so gut ist, die Minenwerfer sind wirklich sehr gut positioniert, so im 4. Naja, 4 kann man das nicht nennen, sagen wir mal Parallelogramm. Die Clanburg ist sehr weit mittig, der Barbarenkönig ist in der Mitte. Die Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab. Die Bogenschützentürme und Kanonen sind sehr gut verteilt. Also, die Base kann ich nur empfehlen. Ich hatte dieselbe Formation, nur dass ich die Gebäude damals anders hingestellt hatte, wegen damals gab es ja noch keinen vierten Minenwerfer. Ja, also ich würde mal sagen, das ist eine Top-Base. So, und jetzt zurück hier zum Let's Play. Und zwar wollte ich das Thema darauf ansprechen. Benny, der Anführer, wollte ja den Clan verlassen und deswegen wollte ich fragen, ob ich vielleicht einen neuen Clan gründen sollte. Und wenn ihr wirklich Bock drauf habt, dann in diesen Clan reinzukommen, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Denn dieser Clan, der ist irgendwie, ja, die Hälfte greift an und die Hälfte verlässt den Clan bei dem Clankrieg, obwohl die eigentlich mitmachen sollten. Und das ist echt scheiße. Guckt euch das an. 31 zu 44, 18 Angriffe Unterschiede. Wir müssten das Ding locker gewinnen, aber naja. Das Problem ist wieder, so viele greifen nicht an. Das ist echt schade. Der Clan vom Level her ist eigentlich richtig top, nur so viele greifen nicht an, ey. Deswegen wollte ich fragen, ob wir vielleicht einen neuen Clan gründen. Und wenn ihr Bock habt, wirklich reinzukommen, dann schreibt es mir bitte in die Comments. Also in die Kommentare. Ja, das können wir jetzt noch in dieser Aufnahme machen. Es sollte eigentlich nur ein ganz kurzes Infovideo werden. Aber ich könnte mal sagen, dass wir einen ganz kurzen Angriff machen könnten. Ist halt nicht so spannend für euch, aber ich wollte das nur mit einem Clan gesagt haben. Und wenn euch das wirklich interessieren sollte und wenn ihr auch Bock habt, reinzukommen, denn das wird wahrscheinlich ein CW-Clan. Da kommen wirklich nur die rein, die wirklich angreifen wollen. Und wer nicht angreift, der wird auch gekickt. Ja, und ich würde mal sagen, ich greife dann an und ich werde die Gegner so rüberspringen. Ciao. Ich würde mal sagen, den Gegner snaggeln wir uns mal weg. Ich suche mir ja immer Gegner, wo die ganze Beute in den Minen und Sander drin ist. Wegen die anderen, ich habe keinen Bock, da immer mit Riesen und so anzugreifen. Wegen Barsch ist schön billig und effektiv. Und man kann oft angreifen.
So, hier ein paar Barbaren hin, um die Mauer durchzubrechen. Das Magnetturm war so viel Schaden, macht er nicht auf zwei. Jetzt ein paar Bogenschützen hier hinterher. Ist auch so eine halbe What the fuck Base. Also wenn man sich das so anguckt. Eindeutig zu früh hochgegangen. Also liebe Leute, nicht zu früh hochgehen. Da habt ihr nur Nachteile. Und zwar, ihr bekommt weniger Beute und müsst dann die Gebäude, die ihr in der letzten Ratestufe nicht hochgemacht habt, noch hochbringen. Und das dann, das ist ja so scheiße. Ich bin auch mal zu früh hochgegangen. Ich hatte gerade so Rathaus Level 7, alles fertig gemacht. Und dann habe ich 450 Juwelen bekommen für die 1250 Trophäen. Da habe ich mir gedacht, gehen wir mal mit Rathaus hoch. Aber das war ein Fehler. Das war echt ein großer Fehler. Aber ich habe es geschafft, noch so hoch zu kommen. Ich würde mal sagen, wir beenden den Kampf dann auch. 50% geholt. 160k von beidem. Ist doch in Ordnung. Also ich würde mal sagen, das war's dann für die heutige Folge. Und wenn euch das wirklich mit diesen Clan gefallen würde, schreibt es bitte in die Kommentare. Und wenn ihr auch rein wollt, dann könnt ihr auch reinkommen. Ja, ciao.